guckt euch das Video an. Doch dafür braucht ihr genauso wie für den Kühlschrank oder eure Lampe Energie. Noch machen Kohle und Atomstrom gemeinsam 45% des deutschen Strommix aus, obwohl Kohlekraft den Klimawandel beschleunigt und Atomenergie verheerende Folgen haben kann. Wind- und Solarenergie sind Alternativen, welche die Umwelt schonen und unerschöpflich sind. Jedoch sind beide Energieformen von Wetter abhängig. Gibt es eine umweltschonende, sichere Energieform, welche nicht den Klimawandel beschleunigt und dazu noch genug Energie erzeugt, um die wachsende Nachfrage an Energie zu decken? Kernfusion könnte die Lösung sein. Die Sonne fusioniert Wasserstoff zu Helium und erzeugt dabei riesige Mengen an Energie. Aber wie funktioniert das eigentlich? Und wie können wir auch auf der Erde Fusionsenergie benutzen? Bei der Fusion werden positiv geladene Atomkerne, meist Wasserstoffkerne, unter hohem Druck und Wärme so aneinander gebracht, dass die starke Kernkraft stärker wird als die Coulombkraft. Die Coulombkraft ist dafür verantwortlich, dass sich zwei gleichnamig geladene Teilchen abstoßen und sich zwei ungleichnamig geladene Teilchen anziehen. Ähnlich wie bei Magneten, wo sich der Pluspol und der Minuspol sich immer anziehen, aber die Pluspole sich gegenseitig immer abstoßen. Die starke Kernkraft ist dafür verantwortlich, dass die positiv geladenen Protonen in Atomkernen sich nicht gegenseitig abstoßen. Ohne diese würden alle Atomkerne platzen. Die Sonne fusioniert unter einem Druck von 250 Milliarden Bar und einer Temperatur von knapp 15 Millionen Grad Celsius Wasserstoff zu Helium. Der Druck kommt davon, dass die Sonne eine Masse von knapp 2 mal 10 hoch 27 Tonnen hat. Das ist eine Zahl mit 27 Nullen. Das ist 330.000 mal schwerer als die Erde. Beim Fusionieren ist die Masse der Wasserstoffatome zusammen schwerer als die des Endprodukts Helium. Dies liegt daran, dass die fehlende Masse zum Teil in Energie umgewandelt wurde. Nach der Relativitätstheorie sind Masse und Energie äquivalent zueinander, das heißt gleichwertig. Dies gilt auch für Moleküle. Die fehlende Energie kann man durch die Formel E gleich mc² errechnen. Albert Einstein lässt grüßen. Auf der Erde können wir einen so hohen Druck nicht erzeugen, weswegen es viel schwieriger ist, auf der Erde Kernfusion zur Energiegewinnung zu erzeugen. In Frankreich wird ein Fusionsreaktor namens ITER gebaut, an den sich zum Beispiel auch die EU, Russland, die USA und China beteiligt haben. Der Reaktor beruht auf dem Tokamak-Typ. Da der Druck so niedrig ist, muss auf der Erde eine Temperatur von bis zu 100 Millionen Grad Celsius erreicht werden, um bei so geringem Druck Wasserstoff zu fusionieren. Bei so hohen Temperaturen ist der Wasserstoff nicht mehr gasförmig, sondern geht schon in einen weiteren Aggregatzustand über, das Plasma. Da kein Material der Welt solch hohe Temperaturen standhalten kann, wird bei Tokamak der fusionierende Stoff durch ein Magnetfeld in Form eines Torus gehalten, sodass das sehr heiße Plasma nicht die Wände des Reaktors berührt. Ein Torus hat die Form eines Donuts. Der Reaktor sieht jedoch in Wirklichkeit so aus. An dem Wissenschaftler kann man erkennen, wie groß der Reaktor eigentlich ist. An den Wänden wird ein starkes Magnetfeld erzeugt. Das Plasma kann dann durch seine magnetischen Eigenschaften an einen Ort gehalten werden, ohne dass ein Material es berühren muss. Genau hier zeigt sich die Sicherheit des Reaktors. Im Falle eines Unfalls zerstört das heiße Plasma die Wände des Reaktors. Dadurch kann das Plasma nicht mehr vom Magnetfeld gehalten werden und verdampft dabei. Es kommt also anders als bei einem Atomreaktor zu keiner Kernschmelze. Leider ist das auch der Grund, warum es so schwierig ist, einen Fusionsreaktor zu bauen, da es sehr kompliziert ist, das Plasma lange stabil zu halten. Am ITER in Frankreich soll genau daran geforscht werden. Dort werden zum Beispiel Varianten des Wasserstoffs, Deuterium und Tritium fusioniert. Diese haben jeweils ein Proton im Kern und einmal ein und einmal zwei Neutronen im Kern. Leider ist Tritium sehr selten, man kann es jedoch in Kernreaktoren herstellen. Eine Alternative zu Tritium wäre Helium-3, welches zwar schwieriger zu fusionieren ist, aber auf dem Mond vorkommt. Ein Grund mehr, auf den Mond zu fliegen. Dennoch gibt es radioaktive Abfälle, welche aber im Gegensatz zum üblichen Atommüll, welcher bei der Kernspaltung als Abfallprodukt entsteht, nur hunderte Jahre strahlen und nicht eine Million Jahre wie bei einem Atomkraftwerk. Bei der Fusion von Helium-3 und Deuterium gibt es jedoch nur sehr wenig bis gar keine Abfälle. Doch wie schon gesagt, ist Helium-3 sehr schwierig zu fusionieren.
ihr Lieben, mein Name ist Anna Karina. Ich möchte euch heute mein cooles Zeitraffer-Video zeigen. Dazu habe ich eine weiße Petunienblüte in blaue Tinte gestellt und wollte wissen, wie sich die Tinte innerhalb der weißen Blütenblätter verteilt. Da der Vorgang ziemlich lange dauert, habe ich beschlossen, ein Zeitraffer-Video von meinem etwa 7-stündigen Experiment zu drehen. Schauen wir uns das Video nun einfach mal an. Tatsächlich erkennt man an dem unteren roten Pfeil, dass die blaue Tinte am Rand der Blütenblätter ins Innere der Blüte eindringt. Ich hatte vermutet, dass der Prozess genau umgekehrt abläuft. Zeitrafferfilm dargestellt. Zum Schluss findet ihr hier noch die Zusammenfassung zur Herstellung meines Films. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Film gefallen. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum man im Weltall schwerelos ist? In diesem Video erfährst du mehr darüber. Die Schwerkraft hält jeden von uns fest am Boden. Würde es sie nicht geben, könntest du hochspringen und würdest einfach nicht mehr zurückkommen. Umso weiter man sich von der Erde entfernt, desto schwächer wird die Schwerkraft und umso näher kommt man dem Zustand der Schwerelosigkeit. Unter Schwerelosigkeit versteht man die Erscheinung, dass zum Beispiel der Körper in einer Raumstation, die die Erde umkreist, keine Kraft auf einen Boden ausübt. Auf die Raumstation und den Körper selbst wirken zwei verschiedene Kräfte. Eine davon ist die Gewichtskraft, die einen Körper in Richtung Erdmitte zieht. Die Gewichtskraft, auch Schwerkraft genannt, existiert, weil alle Körper sich gegenseitig anziehen. Dabei gilt, je größer der Körper, desto größer auch die Anziehungskraft. Die gleich große entgegengesetzte Kraft ist die Fliehkraft, die bei Dreh- und Kreisbewegungen auftritt, wie hier im Beispiel der rotierenden Raumstation. Die durch die Rotation entstehende Fliehkraft hebt die Gewichtskraft der Erde auf. Für die Schwerelosigkeit ist also die Gewichtskraft verantwortlich, die nicht durch eine Gegenkraft aufgehalten wird. Auf dem Körper liegt dabei eine Gesamtkraft von Null. Die Gewichtskraft, die nach wie vor auf unseren Körper wirkt, ist nicht spürbar. Das bezweckt, dass Knochen und Muskeln nicht mehr genug beansprucht werden. Deshalb haben die Astronauten im Weltraum immer ein Problem mit Muskelschwund. Interessanterweise berichten Astronauten nach ihrer Rückkehr auf die Erde oft von einem Glücksgefühl, das sie während ihrer Schwerelosigkeit empfunden haben. Schwerelosigkeit ist kurz gesagt also die gegenseitige Auflösung von zwei Kräften, die Gewichtskraft und die Fliehkraft. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema der Schwerelosigkeit ein bisschen näher bringen. Tschüss und bis nächstes Mal. Eure Lorina und Kim. Oh Mist, die Autobatterie ist kaputt. Die Autobatterie ist eine galvanische Zelle, das heißt, sie wandelt chemische Energie in elektrische Energie um. Es handelt sich um ein Sekundärelement, das heißt eine wiederaufladbare Batterie, ein sogenannter Akkumulator. Hier handelt es sich um einen Bleiakkumulator.
Aber wie funktioniert die Autobatterie? Sehen wir uns zunächst ihren Aufbau an. Der Name stammt von den beiden Elektroden, die darin enthalten sind. Zunächst gibt es eine Bleielektrode, hier links, gekennzeichnet mit Pb. Die andere Elektrode, hier rechts, enthält einen Bleikern und ist mit Bleidioxid überzogen. Deshalb heißt sie Bleidioxidelektrode. Hier sind beide Elektroden mit einem Kabel mit einem Verbraucher verbunden. Beide Elektroden tauchen in Schwefelsäure, H2SO4. Diese liegt in wässriger Lösung in dissoziierter Form, also als aquatisierte Sulfation und als Proton vor. Aber welche chemischen Reaktionen laufen beim Entladen ab? Das unedle Blei gibt zwei Elektronen ab, es wird oxidiert, es entstehen zweifach positiv geladene Kationen, die in die Lösung gehen. Dort verbinden sie sich mit den negativen Sulfationen zu Bleisulfat, welches sich an der Bleielektrode ablagert. Die Elektronen bleiben auf der Oberfläche. Hier setzen sich immer mehr Elektronen ab, sodass ein Elektronendruck entsteht. Es kommt zu einem Elektronenfluss von der Bleielektrode über den Verbraucher zu der Bleidioxidelektrode. Es liegt also bewegte Ladung vor, das heißt, Strom fließt. Es entsteht also ein negativer und positiver Pol. An der rechten Bleidioxidelektrode liegen vierfach positiv geladene Bleiionen vor, die zwei Elektronen aufnehmen und zu zweifach positiven Bleikationen werden. Da das Blei aus dem Bleioxid Elektronen aufnimmt, wird es reduziert. Die Bleiionen gehen in die Lösung, wo sie sich mit den Sulfationen zu Bleisulfat verbinden, welches sich an der Elektrode ablagert, sodass diese dicker wird. Die entstehenden Oxidionen reagieren mit den Protonen der Lösung zu Wasser. An der Bleidioxidelektrode entsteht also Wasser, gleichzeitig wird Schwefelsäure verbraucht. Deshalb sinkt die Konzentration der Schwefelsäure beim Entladen des Bleiakkumulators. Damit hängt eine Dichteabnahme zusammen, über die man den Zustand des Bleiakkumulators bestimmen kann. Zusammenfassend kann man also nun sagen: Wichtig ist, dass bewegte Ladung vorliegt. Also Strom fließt. Die Elektronen werden nämlich über den Verbraucher von der Bleielektrode zur Bleidioxidelektrode übertragen. Da bei den chemischen Reaktionen Wasser entsteht und Schwefelsäure verbraucht wird, sinkt die Dichte der Lösung, sodass man darüber den Ladungszustand der Autobatterie bestimmen kann. Wie vorhin schon gesagt, handelt es sich bei der Autobatterie um ein Sekundärelement, das heißt eine wiederaufladbare Batterie. Aber welche Reaktionen laufen beim Aufladen ab? Es handelt sich nur um die Umkehrung der zuvor abgelaufenen Reaktion. Schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Beim Aufladen wird am Akkumulator eine Spannung angelegt. Das Bleisulfat an der Bleielektrode erhält vom Minuspol zwei Elektronen und wird zu Blei- und Sulfationen. Das Bleisulfat an der Bleioxidelektrode reagiert mit dem Wasser und gibt Elektronen ab. Es entstehen Bleidioxid, Proton und Sulfationen, wobei letztere in die Lösung abgegeben werden. Da der Wasseranteil also wieder geringer wird, erhöht sich die Dichte. Schneidet man nun eine Autobatterie auf, so sieht man, dass sie aus mehreren Kammern besteht. Eine Batterie liefert eine Spannung von 2 Volt. Da im Auto aber 12 Volt benötigt werden, sind in der Autobatterie 6 Zellen parallel geschaltet, sodass die Spannung addiert wird. An einer aufgeschnittenen Autobatterie kann man diesen Aufbau also sehr gut erkennen. Grundsätzlich handelt es sich bei der Autobatterie um eine Starterbatterie. Das bedeutet, dass sie hauptsächlich für das Starten des Motors verantwortlich ist. Wenn der Motor aber läuft, lädt die Batterie sich selbst wieder auf.
Hi zusammen, ich bin Leon. Derzeit bestimmt der Coronavirus unser komplettes Leben. Doch was ist eigentlich dieser Coronavirus? Coronaviren wurden erstmals Mitte der 1960er Jahre identifiziert. Sie können sowohl Menschen als auch verschiedene Tiere infizieren. Coronaviren verursachen bei Menschen verschiedene Krankheiten. Das kann von einer gewöhnlichen Erkältung bis hin zu gefährlichen oder sogar potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten führen. So wie der aktuelle Coronavirus in unserem Leben. Der neuartige Coronavirus wurde erstmals im Dezember 2019 identifiziert und trägt seit dem 11. Februar den Namen SARS-CoV-2. Vom Aussehen her ist der Virus eigentlich ganz einfach zu beschreiben. Er ähnelt einer Kugel, aus der so Art Noppen herausschauen, wie ihr gerade auf dem Bild erkennen könnt. Mit dem bloßen Auge können wir den Virus allerdings nicht erkennen. Er ist gerade mal 100 Nanometer groß. 100 Nanometer, wie können wir uns das eigentlich jetzt vorstellen? Das hier ist ein Mikroskop und das hier ist mein Haar. Das Haar ist 1000-mal größer als der Coronavirus. Aber wie können wir uns das denn jetzt vorstellen? 1000-mal größer als das Haar ist das Gurkenglas. Sicherlich fragt ihr euch jetzt, wieso ein winziger Virus überhaupt in unseren Körper gelangen kann. Die meisten Menschen in der Bevölkerung infizieren sich mit der sogenannten Tröpfcheninfektion. Beim Ausatmen, Sprechen oder Niesen werden winzige Tröpfchen in unsere Luft gegeben. In diesen Tröpfchen befinden sich beispielsweise Bakterien oder Viren, die aus unseren Atemwegen stammen. Befindet sich jetzt also der Coronavirus in so einem Tröpfchen und gelangt an die Schleimhäute von Auge, Nase oder Mund, können wir uns mit dem SARS-CoV-2-Virus infizieren. Neben dieser Infektionsmöglichkeit gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Schmierinfektion. Packe ich mir jetzt beispielsweise mit meiner Hand, in der Coronaviren sind, an die Mund- oder Nasenschleimhaut, kann ich mich infizieren. Also merkt euch, immer in Corona-Zeiten gut durchlüften und immer die Hände gründlich waschen, damit ihr euch nicht infiziert. Kommen wir nun zu einer wichtigen Frage. Was richtet und löst das Coronavirus eigentlich in unserem Körper aus? Nachdem das Coronavirus in unseren Körper gelangt ist und dort ausbricht, herrscht erstmal ein riesiges Chaos in unserem Körper. Die Viren greifen nämlich in die kleinsten Bauteile unseres menschlichen Körpers ein, in die sogenannten Zellen. Dort sind die Viren ganz schön gemein, sie tricksen nämlich die Zellen aus. Die Viren verändern die Zellen nämlich so, dass die Zellen anfangen, ganz viele Viren herzustellen. Sofort schlägt das Immunsystem unseres Körpers Alarm. Der Körper beginnt dagegen anzukämpfen und man fühlt sich krank. Dabei kommen dann Symptome auf wie Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen oder Kopf- und Gliederschmerzen. Das Besondere bei diesem Virus ist, dass bei jedem Menschen neue Krankheitserscheinungen hinzukommen können, wie zum Beispiel der Verlust vom Geruchssinn. Das Gefährliche am Coronavirus ist, dass es vor allem die Lunge angreift, ein lebenswichtiges Organ. Bei den meisten Menschen der Bevölkerung greift das Virus allerdings nicht so tief in die Lunge ein und ist daher nicht so gefährlich. Also macht euch keine Sorgen. Anders ist das bei Menschen, die schon geschwächt oder vorerkrankt sind. Das gilt beispielsweise für Menschen, die schon sehr alt sind, an Krebs erkrankt sind oder deren Atemsysteme sehr geschwächt sind. Hierbei greift das Virus die Lunge besonders stark an und die unteren Atemwege. Die Lunge kann sich daher schlimm entzünden und im schlimmsten Fall muss man beatmet werden oder kann sogar daran sterben. Deshalb kommen infizierte Menschen, die zu so einer Risikogruppe gehören, umgehend in ein Krankenhaus und werden dort ärztlich behandelt. Ob der Coronavirus jetzt Langzeitschäden hinterlässt und was das für welche sind, das ist noch nicht klar. Was wir aber schon wissen ist, dass wir schon nach ein paar Monaten unsere Immunität gegen den Virus verlieren können. Das macht den Virus natürlich noch viel gefährlicher und unberechenbarer. Also bleibt gesund und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Mann, hab ich Hunger. Dann lass zu Space Burger. Ich hab dir schon 1000-mal gesagt. Entschuldigung.
Sinn. Mann, das hat sich angefühlt wie in einem schwarzen Loch. Ja. Wie so ein Staubsauger, der in Jupiter gestöpselt ist. Na, das ist doch eher wie ein Mixer. Der ist doch am Saturn angeschlossen und nicht am Jupiter. Ne, ganz sicher wie ein Staubsauger. Ach stimmt, unser lieber Herbert war doch da. Der hat uns doch erzählt, wie toll das da ist. Lass uns doch da auch mal Urlaub machen. Ja, und am Dio, da können Schweine fliegen. Und genau deswegen gehen wir jetzt auch dahin zurück und ich erkläre euch, was schwarze Löcher wirklich sind. 1783 erwähnte John Mitchell zum ersten Mal die Existenz von schwarzen Löchern. 1915 machte Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie, die besagt, dass Massen die Raumzeit krümmen. Stellen wir uns vor, dieses Laken ist die Raumzeit und die Kugel die Erde. Wie wir sehen, krümmt die Erde die Raumzeit. Das führt dazu, dass der Mond um die Erde kreist. Je schwerer der Himmelskörper ist, desto mehr wird die Raumzeit gekrümmt. Irgendwann ist die Raumzeit so stark gekrümmt, dass selbst Licht nicht mehr aus dem Trichter herauskommt. Und wann das genau ist, kann man ausrechnen mit der Formel von Karl Schwarzschild, die er aufgrund der allgemeinen Relativitätstheorie zustande brachte. Er rechnete ein bisschen rum und raus kam diese Formel. R gleich 2gm mal c hoch minus 2. G steht hier für die Gravitationsstärke, m für die Masse und c für die Lichtgeschwindigkeit. Hier eine Skizze zur Veranschaulichung, was passieren würde, wenn die Sonne zu einem schwarzen Loch werden würde. Erst hat die Sonne einen Durchmesser von 1.391.000 Kilometern und wenn sie zu einem schwarzen Loch zusammengepresst werden würde, dann nur noch von 6 Kilometern. Veranschaulichen können wir das auch mit einem Ring, der in unserem Fall jetzt die Sonne ist, und einer Murmel, die am Ende das schwarze Loch ist. 1971 entdeckte man den ersten Kandidat für ein schwarzes Loch. Diesen nannte man Cygnus X1. Fun Fact: Als erstes haben wir uns die Frage gestellt, kann ein schwarzes Loch komplett wieder verschwinden? Ja, dies ist möglich. Wenn irgendwann ein Teil der Masse verschwunden ist, verschwindet ein schwarzes Loch in einem hellen Auswurf von Masse und Energie. Dieses irgendwann dauert allerdings sehr, sehr lange. Und hast du schon einmal von Spaghettifizierung gehört? Wenn zum Beispiel ein Mensch zu nahe an ein schwarzes Loch kommt und dann in den Gravitationskreis gerät und mit den Füßen zuerst in das Loch fliegt, ist die Gravitation an den Füßen stärker als am Kopf und er wird in die Länge gezogen, wie eine Spaghetti. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum schwarze Löcher eigentlich schwarze Löcher heißen? Wenn ja, hier kommt die Antwort. Schwarze Löcher heißen schwarze Löcher, weil selbst Lichtstrahlen nicht mehr das Loch verlassen können, wenn sie einmal drin sind. Deswegen gibt es dort kein Licht und die Löcher sind schwarz. Achtung, ein schwarzes Loch! Game over. Gabi! Guck mal, du kannst das Fenster kaufen, unten ist ein Barcode. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. Nicht so machen. Das haben wir alles auf Kamera, oder? Geht mit Willkommen bei Starlight, der Quizshow rund um das Weltall. In der heutigen Show geht es um die Sterne. Heute mit unserer wundervollen Moderatorin Simi. Hallo und herzlich willkommen alle zusammen. Ich bin Celine und ich geleite euch heute durch unsere Show Starlight. Unser heutiger Kandidat ist Marcella. Hallo. Hallo Marcella, also, warum hast du dich dazu entschieden, bei Starlight mitzumachen? Weil ich meine, dass ich eigentlich richtig fit zum Thema Sterne bin und eigentlich so gut wie alles eigentlich weiß und würde sich einfach lohnen. Super, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Gleich nach der Werbepause. Ja, du Affe! Aua! Super, dann kommen wir zur ersten Frage. Marcella, wie entsteht ein einzelner Stern? Und aus was besteht er? A. Gas und Wasserstoff. B. Helium oder Wasserstoff oder C, Helium oder Gas? Ich sag A, Gas und Wasserstoff. Richtige Antwort. Also, die Teilchen aus Gas und Wasserstoff ziehen sich gegenseitig an. Die Wolke mit den Teilchen zieht sich zusammen
wird dichter und zu einer kleineren Kugel. So entsteht eine massive Gaskugel. Dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Wieso leuchten Sterne? A. Weil sie Energie freisetzen. B. Aus Magie. Oder C. Wegen der enormen Hitze. Also ich finde A und C am logischsten, aber ich glaube, ich tendiere zu A, also A. Super. Die Antwort ist mal wieder richtig. Durch den massiven Druck der Teilchen entsteht eine enorme Hitze, welche dazu führt, dass Wasserstoff und Atome zusammenschmelzen. Deshalb setzen sie Energie frei und fangen an zu leuchten. Dann sehen wir uns nach einer kleinen Werbepause wieder. Bist du zu dumm? Mach die neue! Hallo und herzlich willkommen wieder zu Starlight. So, dann fangen wir mal mit der nächsten Frage an. Marcella, welche Größe besitzt der kleinste Stern? A. 10-mal kleiner als die Erde. B. 5-mal größer als die Erde. Oder C. 10-mal größer als die Erde. Also aus meinem Wissen weiß ich, dass Sterne eigentlich größer sind als die Erde. Also während ihrer Lebenszeit. Und ich tippe auf C. 10-mal größer. Das ist die richtige Antwort. Ja. Die nächste. Wie viele Sterntypen gibt es? A12, B7 oder C3? A kann es nicht sein, weil 12 viel zu viele sind. Mir fallen keine 12 ein. Ich tippe auf B. Bist du dir wirklich sicher mit deiner Antwort? Ja. Und die Antwort ist? Sieben Sterntypen sind blauer Zwerg, roter Zwerg, schwarze Löcher, brauner Zwerg, gelber Zwerg, blauer Riesen. Und die nächste Frage. Marcella, wie viele Jahre braucht der Zwerg, um auszukühlen? A. Billiarden Jahre, B. Milliarden Jahre oder C. Tausend Jahre? Ich sage B. Weil ich mir beim letzten Mal nicht mehr so sicher war wie am Anfang und deswegen. Ja. Okay. So, dann kommen wir mal zu der letzten, aber auch schwersten Frage. Wie viele Sternbilder gibt es insgesamt im ganzen Himmel? A. 178, B. 88 oder C. 15? Da muss ich komplett raten, mit Sternbilder kenne ich mich gar nicht aus. Ich tippe auf C. Wirklich sicher, dass C die richtige Antwort ist. Ich muss raten, wie gesagt. Und C ist die falsche Antwort. Die Sternbilder werden in zwei Sektoren aufgeteilt, in nördlich und südlich. 12 von denen sind auch als Sternzeichen bekannt. Ja, ich, Professor Toothpaste, habe endlich nach 5 Jahren die perfekte Rezeptur für die Elefantenzahnpasta gefunden.
Hallo, ich bin Dr. Toothpaste, der Erfinder der Elefantenzahnpasta, die wir heute machen werden. Diese Zahnpasta benötigen wir, um Elefanten die Zähne zu putzen. Ich habe das schon einmal gemacht, aber dabei ist mein Assistent leider schwer verletzt worden. Er hat einen Stoppelarm und ist erblindet. Das heißt, er kann erstens nicht mehr sehen und zweitens, er hat nur noch einen Arm zur Verfügung. Professor, ich räume mir ein bisschen auf, okay? Okay, mach das. Professor! Nein, also ich bin mir nicht sicher, ne? Aber ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus, denn dein Arm sieht nicht gut aus. Jetzt ist alles weg jetzt. Ich hoffe, dieses Mal vermasselt er es nicht und hält sich an meine Anweisung. Hallo, Professor, ich bin auch noch da. So, Lil D. Hier ist der Tisch, ein bisschen zu sehr, denn ich brauche jetzt ein bisschen Platz. Also, heute machen wir meine Elefantenzahnpasta, die ich erfunden habe, und dafür benötigen wir Spülmittel, Wasserstoffperoxid, Lebensmittelfarbe, damit bunt wird, Trockenhefe, ein Becher Glas und zwei Erlenmeyer-Kolben. So, jetzt kann ich beginnen. Aber Professor, man sollte bei diesem Experiment die Sicherheitsvorkehrungen einhalten. Wichtig ist eine Schutzbrille, damit ja nichts in die Augen kommt. Ein Labormantel und Handschuhe sind ebenfalls Pflicht, damit nichts an die Haut oder auf die Klamotten gelangt. Es ist ziemlich wichtig, Handschuhe zu tragen, weil das Wasserstoffperoxid ätzend ist. Deshalb auch die Schutzbrille, dass man nicht blind wird. Lilli, bist du Bauchredner? Nein, das war die Warnstimme. Jetzt mache ich mein Wasser-Hefe-Gemisch. Zuerst packe ich die Hefe hier rein. Dann auch noch die Zeit packen. Jetzt bräuchte ich das Wasser. Dafür gehe ich zum Wasser. Jetzt werde ich die Mische nochmal schön umrühren. Und jetzt die Lebensmittelfarbe für den Farbeffekt. Jetzt füge ich das Spülmittel hinzu. So, das müsste ungefähr reichen. Jetzt gebe ich Wasserstoffperoxid in den Messbecher. Jetzt vollende ich mein Werk. Das ist sie. Lady, siehst du sie? Nein, aber ich hoffe, sie ist schön. Sie ist schön bläulich. Sie ist hier unten. Hallo Leute, ich erkläre euch jetzt den Versuch. Wasserstoffperoxid, also H2O2, besteht aus dem Wasser und dem Sauerstoff. Bei Berührung von anderen Stoffen oxidieren diese meist davon, insbesondere bei Bestandteilen von Lebewesen. Die Hefe dient als Katalysator, die Enzyme bildet namens Katalase, was Proteine sind, die die natürliche Zersetzung von Wasserstoffperoxid und Sauerstoff um ein Vielfaches beschleunigen. Mit dem Hinzufügen von Spülmittel bildet der Sauerstoff einen Schaum, den wir mit einem weiteren Versuch nachweisen können. Die Formel lautet 2H2O2 gleich 2H2O plus O2. Ich, Professor Toothpaste, wünsche euch noch einen schönen Tag und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Warte, Lil D. Komm her, hab ich voll vergessen.
3, 2, 1. Professor! Lili, was los? Was passiert? Oh mein Gott, dein Halt, wir müssen das abspielen. Maxim, was sagst du zu der Lage hier? Schwierig. Schwierig. Ich halte mich bedeckt. Okay. Und Handschuhe sind ebenfalls Pflicht. Damit nichts an die Haut oder auf die Klamotten gelangt. Das ist wieder zurück. Hallo, wir sind Konstantin, Christian und Robin und wir stellen euch heute die Wirkung und die Geschichte der Atombombe vor. Viel Spaß! Was ist die Atombombe? Die Atombombe ist eine nukleare Massenvernichtungswaffe, die 1945 in einem Forschungslabor Los Alamos gebaut und entwickelt wurde, welches Teil des Manhattan-Projekts war. Die Bombe wurde gebaut, um den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen und vielen Menschen Schaden zuzufügen. Das Gandhi-Sein. Beim Gandhi-Sein handelt es sich um eine Art der Atombombe, bei dem eine Sprengladung eine unterkritische Uranmasse in eine weitere unterkritische Uranmasse reinschießt, wodurch eine kritische Uranmasse entsteht, die anschließend eine Kettenreaktion auslöst, die zur Explosion führt. Bei der Implosionsbombe wird ein Plutonium im Kern von mehreren Ladungen TNT komprimiert, so dass es zu einer Kettenreaktion kommt und so die Ladung explodiert. Die Entwicklung der Atombombe. Die Atombombe, auch bekannt unter dem Namen Projekt Y, welches Teil des Manhattan-Projekts war, wurde seit 1943 in einem Forschungslabor namens Los Alamos in New Mexico entwickelt. Tausende Wissenschaftler und Techniker arbeiten dort unter der Leitung von Robert Oppenheim. Der erste oberirdische Test wurde am 16. Juli 1945 gemacht und ist unter dem Namen Trinity-Test bekannt. Als nukleares Brennmaterial wurde Plutonium benutzt und die Sprengkraft betrug 21 Quadratkilometer. Der erste Einsatz einer Atombombe. Am 6. August 1945, 21 Tage nach dem Trinity-Test, flog der Bomber Enola Gay mit der Bombe Little Boy an Bord nach Hiroshima. Mit dem Abwurf tötete er 90.000 Menschen. An den Folgen der Explosion starben weiterhin 50.000 Menschen. Zudem flog am 9. August 1945 ein weiterer Bomber namens Boxcar mit der Bombe Fatman an Bord in Richtung Kokura. Jedoch wurde Kokura nicht attackiert, aufgrund von schlechter Sicht. Als Alternativziel wurde Nagasaki gewählt. Jedoch wurde das Stadtzentrum aufgrund von zu dichter Wolkendecke verfehlt. Außerdem wurde weniger Schaden als in Hiroshima angerichtet, trotz der doppelten Sprengkraft der Bombe, aufgrund von hügeliger Landschaft. Die Opfer betrugen lediglich 36.000 und anschließend noch 40.000 durch Strahlenkrankheit. Bei der Implosionsbombe wird ein Plutoniumkern von mehreren Ladungen TNT komprimiert. Doch einfach weiter! Sprengkraft verschiedener. Anschließend noch 40.000 durch Strahlenkrankheit und weiteren Shit. Die Hausaufgaben sind heute auch echt nicht leicht, ne? So, A habe ich fertig, jetzt muss B. Was ein Kack. Wie soll ich das denn im Kopf rechnen, als wenn ich so schlau bin? Taschenrechner. Vielleicht ist da ja in meinem Tornister. Noch nicht mal da ist der. Was ein Mist. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt kriege ich die Hausaufgaben nicht fertig und dann muss ich nachsitzen. Und ich habe gar keine Zeit dafür. Ohne Taschenrechner kriege ich das nicht hin. Och, Mann. Wenn mir doch nur jemand helfen könnte, aber... Ohne Taschenrechner kriegt man das eh nicht hin.
Kannst du mir helfen? Weiß nicht, was ist das? So, richtig dumm. Alter, nee. Aber ich habe eine gute Idee. Ja. Zwar kenne ich eine App. Aha. Kannst du benutzen und ihr benutzen. Mhm. Also, oh ja. Aus einer kostenlosen App. Kostenlos hast du? Aus einer kostenlosen App. Kostenlos? Und zwar kannst du dir ganz einfach einen App Store runterladen. Mhm. Wie, also, wie heißt das nochmal? Xcode heißt es. Wie wird das geschrieben? X. X. C. T. Taschenrechner entwickeln. Ja. So eine App. Ja, genau. Und kann ich so. Kann ich das machen? Kostenlos, ne? Übrigens. Ach so, hab ich gleich gehört. Kostenlos. Kostenlos. 0 Euro. Ja, ja, genau. Kostenlos. So, ja, nice. Und ich hab die App auch schon längst drauf. Ach, was ein Zufall. Ja, und ja, dann halt los, ne? Ja, dann machen wir jetzt ganz so einfach. Hier habe ich auch schon die App. Mhm. Dann drücken wir auf File, genau. Dann auf New. Mhm. Und dann auf Project, weil es ein Projekt ist. Mhm. Dann nehmen wir die Version Single View App, aus dem einfachen Grund, dass wir kein Spiel machen oder eine Messenger App, weißt du? Mhm. Dann können wir auch schon auf Next. Als allererstes haben wir hier unser iPhone. Mhm. Da müssen wir als erstes ein Label hinzufügen. Okay, ein Label? Ah, also quasi, was wird das denn nachher? Ja, da stehen dann nachher die Zahlen. Ach, die Zahlen! Ja, ach die so. Die kommen dann da nachher hin. Das okay. Platzieren wir erstmal ziemlich mittig. Okay. Und immer schön mit den Hilfs-, dank den Hilfslinien wissen wir genau, wo die Mitte ist und wo die Ränder sind. Ah. Dann ändern wir die Schriftgröße. Ja, das ist schön ja schon groß. Ziemlich klein. Ja, das ist größer. Nee. So. Dann setzen wir da schon mal eine 0 rein. Mhm, okay. Weil da ja später auch die 0 reinkommt oder die, das Ergebnis halt. Mhm, so als Test quasi. Mhm. Ah, okay. Dann fügen wir jetzt einen Button hinein. Und da machst du jetzt, also wie, okay, richtest du quasi 4 aus. 4 Stück, 5 rein. Dann müssen wir die 2 oben entfernen und so und in die Mitte schieben und das gleiche machen wir unten mit den letzten beiden auch. Bei dem einen machen wir ein C rein, dann kommt das geteilt, dann kommt mal, Minus, Plus und ja. Gleich und links kommt 0. Mhm. Okay, hä, ist ja voll easy. Und das ist trotzdem kostenlos? Das ist komplett kostenlos. Hä, das sieht so professionell aus. Ich verstehe es gar nicht. Oh, also die kann man auch farbig hinterlegen. Also anders ja, machen. Genau. Das machen wir jetzt orange die eine Seite, ein bisschen dunkelgrau und hellgrau. Mhm. Jetzt den Hintergrund schwarz und die Zahl weiß. Mhm. Und dann sind wir fertig. Schick. Und jetzt das funktioniert jetzt schon, oder? Nee, das funktioniert jetzt noch nicht. Mhm. Und wieso nicht? Ach, wir müssen das quasi noch sozusagen programmieren, also. Ah. Verstehe ich.
Was ist so Ihr Resultat der App? Also dafür, dass das kostenlos ist, finde ich schon ziemlich toll. Nee. Ist das Rosine? Ja. Oh, lecker. Bah, was ist mit dir? Wie kann man Rosine machen? Rosinen sind lecker. Wow. Das Schlimmste an Weihnachten. Rosinen. Hm? Ihren Suppe. Ihren Suppe. Komm, also du meintest, die ist kostenlos, bin ich richtig?